Hey Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Terraria. So, ich werde noch mal ein paar Silver Bullets einkaufen, denn heute wollen wir ja gegen die Twins kämpfen und ich würde mal sagen, so zwei zusätzliche Stacks sorgen dann doch für ein bisschen Sicherheit, denn ich weiß nicht genau, wie viel die Viecher so aushalten werden. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns doch schon mal mit Hilfe unserer neuen Adamantite-Bars zumindest die Schuhe, genau. Also einmal die Leggings hier herstellen werden und dann natürlich noch unseren Helm. Nicht der, sondern der. Da gehe ich wieder auf die Nahkampfwaffen. So, denn momentan ist unser 44 Verteidigung. So, jetzt können wir mal eben austauschen. Dann haben wir immerhin schon mal 50. Ist schon mal ein bisschen mehr. Gut. Den ganzen Mithril-Krams packen wir dann einfach mal hier rein. Und die drei Adamantite-Bars kommen hier auch noch rein. So, ich weiß, das ist jetzt halt, jetzt haben wir den Set-Bonus halt nicht mehr, aber der ist ja eh momentan irrelevant, da wir nicht mit den Nahkampfwaffen kämpfen werden. Denn wir haben ja die Mega Shark. Und die wird uns heute hoffentlich gute Dienste erweisen. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, so ein Geschwindigkeitstrank. Regeneration ist natürlich auch immer was Feines. So, jetzt kommen die Gravitation Potions und die Feder Potions, die enorm wichtig sind. Und ich frage mich auch gerade, Regeneration Potion, wie wir den herstellen. Da könnte ich nämlich noch mal ein paar von gebrauchen. Lass uns mal eben kurz die Bottle hier nehmen und dann fragen wir mal eben den Guide. Water, Regeneration, seht ihr wohl? Ach, Dayblume und Mushroom einfach nur. Okay, der ist ja leicht hergestellt, den können wir uns dann auf jeden Fall für die nächsten Kämpfe auch noch herstellen, ist gar kein Problem. Und ja, hier wechseln wir noch kurz aus, so. Und ich glaube, dann haben wir es soweit auch. Ja, ich glaube, das passt. Ich würde sagen, wir knallen uns jetzt die ganzen Tränke rein. So. Und dann natürlich hier oben noch einmal durchgehen. Zack. Und schon können wir hier wieder fliegen. Ist es nicht schön? Und das Auge beschwören. So, ich weiß schon genau. Ja, nee, nicht der. Genau, ich will erstmal zu dem hier. So, diesen werden wir zuerst bekämpfen. Und ich will jetzt eigentlich mal beide Dankeschön auf eine Seite bekommen. Genau das war mein Ziel. Ihn hier bekämpfe ich zuerst, weil er mit seinen Lasern ein bisschen nerviger ist. Der andere wird außerdem zu einem Nahkämpfer in der zweiten Form und rotzt dann eine Menge Schaden im Nahkampf raus und das ist irgendwie überhaupt nicht cool. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, hier momentan sieht es gut aus, lebensenergietechnisch auch. Vielleicht wird es ja sogar was. Bin ich mal gespannt. Wir brennen jetzt gerade, weil wir von dieser blöden Flamme getroffen wurden. Und er ändert bald schon seine Form bei 12.000 nämlich. Wenn er nur noch die Hälfte seiner ursprünglichen Lebensenergie hat. So wie wir das ja auch vom A of Cthulhu kennen. So, und schon ändert er seine Form. Jetzt muss ich hoffen. Ah, genau. Wir treffen ihn auf jeden Fall noch. So schön nach unten fallen erstmal wieder. Ja, immer schön auf ihn hier. Den alten Bastard. So. Ich könnte bald, wenn ich nochmal getroffen werde, vielleicht dann auch den ersten Potion nehmen. Na, momentan, wir haben noch über die Hälfte. Stimmt, ich habe die Potions nicht in der Position geändert. Moment. Das heißt, ich nehme jetzt momentan nur 100er Potions zu mir. Shit, das ist ärgerlich. Müsste ich gleich mal ändern. Mache ich, sobald wir hier den einen gekillt haben. Ich hoffe mal, dass wir das dann wenigstens noch überleben werden in der Zeit. Ah. Okay, also doch nicht perfekt vorbereitet. Naja gut, man kann nicht immer an alles denken. So, der erste ist jetzt auch bald Geschichte. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich auf einmal am Ende der Map ankomme. Dann muss ich nämlich umdrehen. Das wird sonst böse enden. So, ja, ich drehe jetzt einfach mal um, Leute. Was muss, das muss. Und er hat nicht mehr viel, er hat nicht mehr viel. Okay, sehr schön. So, ich fliege mal eben einfach in der Zeit. So, Tränke schnell geändert.
Und dann gehen wir hier auf ihn. Ich muss gleich auch nochmal wieder unseren Gravitation Potion trinken. Der hält nämlich nur noch eine halbe Minute. So, jetzt ist er aber gut rangekommen gerade. Mann, Mann, Mann. Das finde ich aber nicht in Ordnung von dir. Und wir lassen uns wieder fallen. Das ist immer so ein schönes Hin- und Her-Gespiele hier. Und er ändert auch gleich schon seine Form. Okay, und dann kommt es nämlich drauf an, weil der Nahkämpfer ist um einiges stärker als der andere, finde ich zumindest. Was ich so bisher gesehen habe, macht er nämlich eine Menge Schaden. So, Gravitation Potion müssen wir nochmal schlürfen. Okay, irgendwo da scheint er zu sein. Ich treffe ihn jetzt gerade nicht. Ah, okay, da kommt er an. Ihr seht schon, oh, wie schnell er doch ist. Also mit dem ist echt nicht gut Kirschen essen und, oh, seht ihr wohl, was der an Schaden rausrotzt. Das ist nicht feierlich. Wir müssen den schön auf Distanz halten hier. Und jetzt kommt er wieder mit seinem Nahkampfboost. Oh, shit. Scheiß die Wand an. Ich habe mir schnell einen Trank reingeballert, Leute. Boah, nicht in das Feuer, nicht in das Feuer. So, ja, ich muss jetzt versuchen, dass wir ihn treffen. Boah. Boah. Und, oi, gut ausgewichen. Wie viel hat er noch? 6000 hat er nur noch. Das heißt, wir haben ihn schon die Hälfte abgezogen. Leute, ich bin zuversichtlich. Ich hoffe, wir schaffen das. So, unsere Tränke werden jetzt langsam aber sicher auch alle nach und nach ihre Wirkung verlieren, denn wir kämpfen doch schon eine ganze Weile und wie ich sehe, nur noch 3000 Schaden, 3000 Lebensenergie hat er, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oh, er kommt wieder in den Nahkampf. Boah, da müssen wir dann echt immer versuchen, ihn so ein bisschen hinzuhalten. Wie viel hat er noch? 1500. Leute, ich würde mal sagen, das sieht sehr gut aus. Ich kann in ein paar Sekunden auch den nächsten Trank schlürfen. Werde ich auch sofort tun. Oh, er kommt nochmal. Er kommt nicht nochmal in den Nahkampf, denn wir besiegen ihn vor und haben 25 Souls of... Was war's? Souls of Sight, genau. Ja, 25 Souls of Sight haben wir uns hier gerade verdient. Und schaut mal hier, die Mega Shark 400 Schuss noch. Also war gar nicht mal so schlecht, dass wir noch nachgekauft haben. Und wir landen hier in der Corruption. Gut, wir nutzen unseren Magic Mirror. Und ja, eieiei, das war doch mal ein Kampf, Leute, oder? Was meint ihr? Hui, ui, ja, wir haben immer noch gerade den Witherfall Potion aktiviert. Den werde ich aber mal eben auch hier wieder zurückpacken. Die brauchen wir jetzt nämlich erstmal nicht mehr. Und ja, die Souls of Sight, was man genau jetzt damit so anstellen kann, das werden wir uns beim nächsten Mal anschauen, würde ich sagen. Seid auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir die Twins diesmal besiegt haben. Und ja, beim nächsten Mal lasse ich mir auf jeden Fall was einfallen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.